Und wenn man jetzt bei dieser wunderschönen Aufgabe zur Volltransformation, also hier ist die Hintransformation als Formel hingeschrieben, ne? Wir nehmen eine Zeitfunktion f von t, dann machen wir mit der irgendwas, multiplizieren mit e hoch minus j Omega t, integrieren darüber, dann kommt das Spektrum raus und hier unten ist die Rücktransformation. Und dass jetzt hier praktisch kein Vorfaktor auftaucht und hier ein Vorfaktor 1 durch Wurzel 1 durch 2 Pi auftaucht, das ist reine Definitionssache. Es gibt auch Definitionen, wo da irgendwie andere Vorfaktoren auftauchen. Das hat dann was mit Energie und Leistung und wie auch immer man das irgendwie alles haben möchte, zu tun. Und jetzt ist ein super schönes und super einfaches Beispiel dafür, das mit einem Rechteckpuls zu machen. Also im Vergleich zu dem, was wir letzte Woche gemacht haben, hier, ne, da war das eine Rechteckpulsfolge. Der wiederholte sich immer wieder und wir haben ja dann so Trick 17 gemacht und haben gesagt, naja, wir machen mal die Periodendauer hier immer, immer länger oder das Tastverhältnis immer, immer kleiner und dann ist das ja schon quasi wie so ein einzelner Puls und hier ist das jetzt eben ein ganz einzelner Puls. Und von dem interessiert uns jetzt das Spektrum und da steht schon hier, das soll ein kontinuierliches Spektrum sein. Also ich mache mal für Teil A. Was kommt da Schönes bei raus? Durch Omega mal Sinus von Omega tau halbe. Also 2 U0 durch Omega. Genau, mal. Mal Sinus von Omega tau halbe. Genau, und ich würde mal sagen, dass das passt auch. Also das kommt mir bekannt vor und ist, glaube ich, auch sinnvoll. Also erstmal ist da wieder dieses, irgendwie muss es ja von der Amplitude abhängen und zwar direkt proportional. Wenn wir den Puls größer machen von der Amplitude, sollte auch das Spektrum amplitudenmäßig größer werden. Dann sollte da je höher wir in der Frequenz gehen, desto kleiner sollte das werden. Deswegen ist das durch Omega auch Omega extrem sinnvoll. Über die 2 kann man sich mit Sicherheit streiten. Die erkennt man jetzt erstmal nicht so direkt. Und dann steckt da wieder solche Sinusfunktionen drin und wir könnten jetzt natürlich das mal noch mit, also hier so Trick 17 mäßig, nehme ich mal vielleicht eine andere Farbe, das mit Tau halbe und Tau halbe erweitern, den Bruch. Ja. Dann kürze ich einmal hier eine 2 weg, wenn man so will, und dann würde da eben überbleiben U0 mal Tau und dann mal der Sinus von Omega Tau halbe geteilt durch Omega Tau halbe. Und das ist ja wieder so ein Sinus x durch x Ausdruck. Diese Sinus-Kardinalis-Funktion, Sinkfunktion, Spaltfunktion, die wir beim letzten Mal schon mal hatten. Also das kommt uns von der letzten Lösung bekannt vor. Naja, und das U0 mal Tau ist jetzt geometrisch gesehen, grafisch gesehen im Prinzip was? Genau, also das ist die Fläche von dem Puls, ne? Also das, was hier ist, ist genau diese Fläche dort. So, und ja, letztendlich ist das jetzt die Lösung. Jetzt kann man sich noch darüber austauschen, ganz kurz. Also hier steht ja eigentlich ein e hoch j oder ein e hoch minus j Omega t, also irgendwie was Komplexes. Und unsere Zeitfunktion, die ist immer reell. Wenn ich die reelle Zeitfunktion nehme, die mit was Komplexem multipliziere, ist das prinzipiell erstmal komplex. Wenn ich darüber integriere, sollte da auch irgendwie was Komplexes rauskommen. Also ganz allgemein ist das ja eigentlich ein komplexer Zeiger. Oder das hier auch. So, warum ist das jetzt in dem Fall rein reell? Irgendjemand eine Idee? Hat sich halt rausgekürzt, aber hat sich auch aus gutem Grund Ja, rausgekürzt. weil eine höhere Bedeutung kann ich dem nicht zuordnen. Okay. Ich denke mal, dass durch e hoch j,
dass da sonst eine Schwingung sein müsste, also irgendeine Periodizität? Naja, aber ich meine, also das ist ja, diese ganze Definition ist ja sowieso dafür da, Sachen sich anzuschauen, die keine Periodizität haben. Weil, also wenn ich jetzt nochmal wieder auf den Browser zurückgehe, wenn ich jetzt hier diese Periodizität hätte, ja, warum funktioniert das dann nicht mit dieser Formel hier? Das ist ja genau der Spezialfall dafür, dass diese Preise unendlich weit wegwandern. Also ja, also warum, wenn ich jetzt hier oben in die Formel diese periodische Funktion einsetze, warum funktioniert das dann einfach nicht so richtig gut? Dann hat man einen unendlichen Zeiger oder hat irgendwas unendlich. Genau, also weil die Funktion, diese periodische Funktion, die war ja immer da und wird immer da sein. Und wenn ich dann von minus unendlich bis plus unendlich drüber integriere, dann konvergiert dieses Integral einfach nicht. Ja, also das hier funktioniert prinzipiell sowieso schon irgendwie nur für Funktionen, die keine Periodizität haben. Ja, jetzt ist aber trotzdem die Frage, warum wird das hier in dem Fall gerade rein reell, das Spektrum, warum steckt hier kein imaginärer Anteil drin? Und es hat natürlich was mit dieser Funktion zu tun und es hat auch was mit dem zu tun, was wir letzte Woche gemacht haben. Ich meine, irgendwie hängt das ja mal alles zusammen. Also was war denn hier? Hier gab es auch so Anteile AK und BK und einer von denen war immer 0. Nämlich? Ja, hier würde auch wieder BK 0 sein. Genau, also wenn es hier ein BK gäbe, dann wäre das BK hier auch 0. Hier waren die ganzen BK-Koeffizienten 0, weil die ja die Vorfaktoren von der Sinusfunktion sind. Und die Sinusfunktion war eine ungerade Funktion, die Funktion ist eine gerade Funktion. Wir brauchten keine ungerade Funktion, um eine gerade Funktion zu bauen. Und ich meine jetzt, wenn man so einen Zwischenschritt macht und sagt, also ich würde das hier schreiben als sozusagen ein... so, ich würde das versuchen umzuschreiben, so eine Eulersche Formel, ja, mit einem e hoch j Alpha und das ist Cosinus Alpha plus j Sinus Alpha, dann würden ja diese j Sinus Anteile auch wegfallen, dann würde der Imaginärteil da auch wegfallen. Und das ist praktisch genau der Grund, was auch hier passiert. Also weil das hier eine gerade Funktion ist, ist das Spektrum von dieser geraden Funktion rein reell. Das ist der Grund. Also, können wir hier noch irgendwie hinschreiben, rein reell, weil U von T ist gerade. So, und ich meine B, können wir mal so ganz kurz irgendwie drüber nachdenken, wie das von der Skizze her aussehen würde. Ja, kann man bestimmt machen. Also ich meine, ich brauche auf jeden Fall hier eine Omega-Achse oder ich könnte die Achse auch Omega, also hier steht ja von Omega Tau soll von 2, 4 bis 8 Pi gehen. Hier 4 Pi und 6 Pi und 2 Pi. Und hier sehen wir schon irgendwie, das ist von, also ich kann hier ran schreiben, das wäre jetzt eben das U von Omega. Und das würde eben irgendwo bis U0 mal Tau gehen und da könnte ich jetzt auch Werte einsetzen, aber das würde jetzt da nicht so wahnsinnig viel dran ändern. So, wie sieht das so ungefähr aus? Ist diese abklingende Schwingung, diese abklingende Sinus x durch x Funktion, die wir beim letzten Mal hatten. Ich nehme jetzt mal nochmal hier rot. Weil man das gut sieht. So, also irgendwie diese abklingende Schwingung. Die Frage ist, wo fängt die jetzt hier vorne an auf der Y-Achse? Ja, bei dem U0 mal Tau, weil
wenn ich hier für das Omega 0 einsetze, wenn ich hier vorne bei 0 starte, tja, was kommt da raus? Unendlich. Genau, also hier kommt so ein 0 durch 0 Ausdruck, hier kommt so ein unbestimmter Ausdruck raus, weil Sinus von 0 ist 0, hier unten steht auch eine 0 und hier steht ja das gleiche Argument. Jetzt könnte man gucken, was macht diese Sinus-Kardinalis-Funktion bei 0? Die definiert einfach nur 1. Genau, die hat den Wert 1 und man könnte das auch, wie würde man das sonst hier auflösen und versuchen dazu irgendwie noch ein Ergebnis zu kommen? Wenn 0 durch 0 steht, dann mache ich doch hier genau, Regel von L'Hôpital, ja. Das oben einmal ableiten, das unten einmal ableiten und dann das oben abgeleitet kommt im Prinzip der Ausdruck raus, das unten einmal abgeleitet ist eine 1 und dann habe ich, oben kommt ein Kosinus raus, der Kosinus von 0 ist dann 1, unten kommt eine 1 raus und deswegen steht da 1 durch 1 und das ist dann 1. So, also wir fangen bei 1 an. Jetzt ist die Frage, wo ist hier die erste Nullstelle? Also der Sinus hat die erste Nullstelle, wenn man Pi einsetzt, richtig, als Argument. Bei 180 Grad hat der Sinus die erste Nullstelle. Also wenn das hier gerade irgendwie Pi ergibt, und das heißt ja, dass das Omega mal Tau muss genau 2 Pi sein, damit sich das hier mit der 2 wegkürzt. Also hier muss die erste Nullstelle sein. Irgendwas hatte ich mir schon bei dieser Skalierung gedacht. Ja, und dann sollte diese Funktion, die jetzt hier rauskommt, die sollte eben so aussehen und dann amplitudenmäßig immer kleiner werden und irgendwie so dieses Sinus x durch x machen. Ja, und also die Periodizität hier bleibt natürlich die gleiche. So, nicht sonderlich hübsch gezeichnet, aber das kommt da jetzt raus. So, soweit, so gut zu der. Ja, also viel mehr Sachen fallen mir jetzt ja auch nicht ein, die es zu diskutieren gibt. Und ich meine, also die Schwierigkeit ganz klar bei der Aufgabe liegt jetzt daran, hier dieses Integral auszurechnen. So, und jetzt können wir ja mal probieren, in Octave mal das Gleiche zu machen und irgendwann muss ich hier auf diesem Computer auch wirklich meine neue Version installieren. So, also wir, was wollen wir jetzt vielleicht machen? Wir wollen mal versuchen, diesen Puls hier jetzt numerisch zu transformieren mit einer FFT. So, dafür bräuchten wir natürlich erstmal irgendwie diesen Puls. Ja, den müssen wir uns jetzt mal definieren. Und dafür bräuchten wir einen Zeitbereich. Und dann stellen wir schon fest, so ein bisschen blöd mit diesem Puls ist das jetzt hier, weil der fängt ja schon im Negativen an. Wenn man jetzt das irgendwie mit einer FFT vernünftig machen will, dann brauche ich einen Zeitbereich, der bei 0 anfängt. Ja, also ich muss diesen Puls irgendwie verschieben. Also das, was wir jetzt in der FFT machen, und da nehme ich jetzt mal irgendeine Farbe, um hier drüber zu klären. Also wir nehmen den Puls und verschieben den um Tau halbe nach da, sodass der eben bei 0 anfängt und bei Tau aufhört. Das wäre jetzt mal schon mal so der erste Trick. So, und ich schreibe das jetzt mal gleich in den Editor rein, weil wir dieses Skript natürlich potenziell vielleicht auch irgendwie mehrfach ausführen. Und schreibe jetzt mal ein paar Werte hin. Also das U0, das setze ich jetzt mal auch auf 1 Volt oder vielleicht setze ich das mal auf 2. Ich finde 1 immer schwierig, weil dann, das ist zwar zum Zeichnen irgendwie toll, aber dann weiß man immer nie so richtig, hat man die Formel jetzt richtig, weil mal 1 durch 1 und so ergibt ja irgendwie noch das Gleiche. So, das Tau in dem gleichen Sinne setze ich mal, weiß nicht, auf 10, wir nehmen mal irgendwas, was realistisch ist, vielleicht 10 Mikrosekunden, 10 hoch minus 6. So, dann wäre es nicht schlecht, wenn wir jetzt irgendwie ganz viele Zeiten hätten. Die baue ich mir mit so einem Linspace-Vektor, die fangen bei 0 an und die setze ich mal auf das, also das Ende meinetwegen auf das Zehnfache von dem Tau oder so, das ist bestimmt ganz gut und nehme mal, weiß nicht, 1000 Werte, ne? kann nicht schaden, irgendwie sowas in dem Dreh.
So, und jetzt bräuchten wir als erstes mal irgendwie unsere Zeitfunktion natürlich. Das U von t. So, und wie kriege ich jetzt einen Puls hin, der genau das macht? Also der bei 0 hochspringt auf diesen Wert und dann bei tau wieder runterspringt und dann für den Rest 0 ist. Meine Idee, wie wir uns irgendwie so einen schönen Puls generieren können. Oder wie kann man so einen Rechteckpuls jetzt ohne natürlich eine Fourier-Transformation zu machen, aber durch eine andere Art von Funktion hinzuschreiben, es ist schwierig, das zu sagen, ohne direkt, also die eben auch einmal genau das macht, also so ein Rechteckpuls, der springt ja hoch und dann springt ja wieder runter. Genau, es gibt eine Step-Funktion, eine Sprungfunktion oder einen Heaviside-Sprung. Und dann kann man zwei davon addieren, eine positiv, eine negativ Sprung. Genau, also wenn ich sage, ich nehme einen Sprung, der springt bei 0 hoch und dann nehme ich einen zweiten Sprung, der bei tau wieder runterspringt. Ja, also und hier muss nicht, also hier, das muss natürlich von der Zeit abhängen, ne? Also ich nehme einen Sprung, der bei 0 hochspringt, also t minus 0, und bei t minus tau springt er wieder runter. So, und jetzt ist nun die Frage, ob Octave schon von sich aus diese Sprungfunktion kennt. Können wir ja mal irgendwie ausprobieren. H von 0 macht er, kennt er nicht. Also müssen wir uns die noch irgendwie definieren. Und das kriegen wir aber relativ einfach hin. Das mache ich mal hier. Indem wir sagen, also h ist so eine Funktion, die hängt meinetwegen von t ab und da prüfen wir einfach, ob t größer 0 ist. Und jetzt kann man sich darüber streiten, ob man t größer 0 oder t größer gleich 0 prüft. Ja, ich würde es mal bei t größer 0 lassen. Ja, und jetzt können wir eben prüfen, also jetzt können wir gucken. Wenn wir h von minus 1 nehmen, was sollte da rauskommen? Null, ja, weil da sollte ja der Sprung noch aus sein, ist auch, wenn wir jetzt genau h von 0 nehmen, 0 ist noch nicht größer als 0, sollte da auch noch 0 rauskommen. Und wenn ich jetzt 0,00001 nehme, dann kommt da halt schon eine 1 raus. Und wenn ich eine größere Zahl nehme, dann kommt natürlich auch eine 1 raus. So, also das macht uns hier eine wunderbare Sprungfunktion. Die brauche ich hier in mein Skript rein. So, und dann kann ich damit diesen Puls definieren und jetzt kann ich den ja mal auf jeden Fall schon mal plotten, da, ne, um das mal so zu testen, was da so bei rauskommt. So, und das führe ich jetzt mal aus und nenne das mal Aufgabe, weiß nicht, das ist jetzt, müssen wir mal ins Aufgabenheft schauen, welche Aufgabe wir jetzt eigentlich gerade machen. Ne, das müsste hier irgendwie sowas sein wie schnelle Fourier-Transformation, Aufgabe 22. Ja, also wir machen mal das, was wir eben gemacht haben mit dem Computer. So, und dann kommt da schon mal ein ganz guter Puls raus. Der springt jetzt allerdings noch nicht auf 2, sondern auf 1, aber der hat schon mal diese richtige Periodendauer. Ja, und jetzt nehme ich natürlich den einfach nochmal und rechne den mal, also das, was hier ist, mal U0. Ja, damit das die richtige Amplitude hat und kann auch mal in den Plot reingucken und dann geht der Plot jetzt eben auf 2 hoch. So, und jetzt, weil ich hier meinen inneren Mönch befriedigen möchte, schreibe ich mal noch dran, das ist die Zeit t in Sekunden und das die y-Achse ist die Spannung u von t in Volt. Und ein Gitternetz wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So. Und okay, jetzt haben wir also eine wunderschöne Zeitfunktion. Jetzt wollen wir die mal irgendwie in ein Spektrum umwandeln. Wie machen wir das?
Wir können mal irgendwie FFT hinschreiben. Also machen wir mal sowas wie, ich mache das jetzt erstmal in der Kommandozeile hier. Also wir nehmen mal FFT von dem U von T. Ja? Und probieren das mal einfach mal aus. So. Und ich meine, dann sieht man, da kommen jetzt, wir haben 1000 Werte reingegeben und da kommen 1000 Werte raus, die sind prinzipiell auch erstmal komplexwertig. Okay. So. Dann, können wir uns, also wir könnten das ja mal plotten. Ja? Also wir plotten mal das hier. Dann MATLAB würde jetzt eine Fehlermeldung werfen. Octave macht das nicht. Ah, Octave macht andere schöne Sachen. Okay, also das sieht auch gut aus. Was ist jetzt passiert? Also das ist das schöne alte Computersprichwort Garbage in, Garbage out. Man muss wissen, dann doch wissen, was der Computer macht oder was hier passiert sein könnte. Wie sieht das so ein bisschen aus? Wie so ein Nordskurve. Ist auch im Prinzip jetzt, der hat das jetzt wie Nordskurve geplottet. Also, weil das ein Vektor war, der Real- und Imaginärteil hat, hat der Real- und Imaginärteile wie im Sinne eines Nyquist-Plots eine Ortskurve geplottet. Das ist ja nicht das, was wir haben wollten. Wir wollten ja irgendwie haben, eigentlich wollten wir sowas haben wie für alle Frequenzen, aber komischerweise Frequenzen sind dann gar nicht rausgekommen, ja, aber in Abhängigkeit von diesen, sagen wir mal, 1000 Frequenzpunkten wollen wir das haben. Und jetzt kann es sein, dass es uns eine Fehlermeldung wirft, nee, macht es auch nicht. Also jetzt würde MATLAB eine Fehlermeldung werfen und würde sagen, das hier ist aber komplex und ich zeige jetzt mal nur den Realteil an. So, und wenn man sich jetzt mal nur, also wenn man sich das jetzt hier anschaut, geht das ja schon grob in die Richtung von dem, was wir hier auch mal gezeichnet haben. Ja, also vielleicht müssen wir mal gucken, vielleicht macht das jetzt auch schon andere Sachen, vielleicht tickt Octave da auch anders als MATLAB, weil das ja hier interessanterweise bei 200 anfängt. Aber, und dann macht das so ungefähr diesen Verlauf hier, bloß dass wir jetzt mehr von diesen Schwingungen sehen. So, aber, na, total komisch, warum schwingt das hier hinten wieder hoch? Genau, also das Ergebnis von der FFT ist, dass das uns hier die positiven, also das erste ist der Gleichanteil, dann gibt es uns die positiven Frequenzen aus bis zur höchsten Frequenz, die wäre ungefähr hier so, und dann zeigt es uns die negativen Frequenzen in umgekehrter Reihenfolge. So, jetzt kann man darüber diskutieren, was sind negative Frequenzen, wozu braucht man negative Frequenzen? Nie braucht. Braucht man nicht. Also jetzt in echt braucht man die nicht. Ja, würde ich so sagen, ja. Die Frage ist, warum? Warum können wir die praktisch ins Skat drücken? Wir betrachten nur positive Frequenzen in den Ingenieurwissenschaften und sagen wir mal auch wahrscheinlich in großen Teilen der Physik betrachtet man nur positive Frequenzen. Warum hätten jetzt die MathematikerInnen trotzdem gerne negative Frequenzen? Um Nachweis zu haben für. Ja, also das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Wir haben ja hier gesagt, hier unser Spektrum, was wir jetzt hier für diesen Puls ausgerechnet haben, das ist durch Zufall, also was heißt durch Zufall, ist das jetzt gerade genau reellwertig, weil der Puls genau diese gerade Funktion war. Jetzt haben wir diesen Puls hier verschoben, jetzt ist der nicht mehr gerade. Deswegen kam für das Spektrum auch erstmal was Komplexwertiges raus. Also das hat ja hier eindeutig irgendwie Imaginärteile. So, unsere Zeitfunktion ist aber trotzdem reell. Das Spektrum von der reellen Zeitfunktion ist jetzt trotzdem komplexwertig. Im Allgemeinen ist das komplexwertig. Das hat aber jetzt so ein paar Eigenschaften, nämlich, also ich schreibe mal das Ergebnis von dieser FFT-Operation. Das schreibe ich mal in eine Variable rein, die nenne ich mal irgendwie Spektrum. Ja, oder ich nenne das mal U von Omega oder irgendwie sowas. So,
Das ist noch nicht wirklich das U von Omega, das ist jetzt nur das Ergebnis von dieser FFT. So, und jetzt haben wir diese ganz vielen Werte drin und jetzt schaue ich mir mal zum Beispiel die von diesem U von Omega mal die ersten 10 Werte oder sowas an. Und die sehen jetzt so aus. Und da sieht man also der Gleichanteil, der ist auf jeden Fall reell und dann sind die schon irgendwie komplex, die Werte und komplex. Und jetzt gucke ich mir mal die letzten 10 an, also von End minus 10 bis End. Und jetzt hätte ich das mal irgendwie so vielleicht brauchen. Vielleicht, ich nehme mal nicht so viel, ich nehme mal nur die ersten 5 und dann die letzten 5, damit das alles auf dem Bildschirm drauf passt. So, und dann sieht man trotzdem nicht das, was man jetzt hier eigentlich sehen sollte. Warum ist das so? Ach so, doch, sieht man doch. Ich gucke ja nur falsch. Also nämlich, wenn man jetzt immer so ein bisschen scharf auf die Zahlen drauf schaut, stellt man fest, das hier, ja, also das war unser Gleichanteil. Das ist der erste Anteil im Spektrum. Das ist die erste positive Frequenz. Das ist sozusagen die erste negative Frequenz. Das ist die zweite positive Frequenz, das ist die zweite negative Frequenz, das ist die dritte positive Frequenz, dritte negative Frequenz. So, wenn man die sich anschaut, was fällt einem da auf? Sind gleich bis auf die Imaginärteile. Also das hier ist immer genau das Konjugiertkomplexe von dem. Und das ist das Konjugiertkomplexe von dem. Also in diesen negativen Frequenzen steckt, also die sind schon irgendwie da und die sind auch mathematisch sinnvoll, aber da steckt jetzt für uns als Ingenieure keine neue Information drin. Das ist einfach das Konjugiertkomplexe von den positiven Frequenzen. Und das liegt daran, weil unsere Zeitfunktion reell ist. Und wir haben nun mal nur mit reellen Zeitfunktionen zu tun. So, und MathematikerInnen hätten ganz gern auch mal komplexwertige Zeitfunktionen. Und wenn man komplexwertige Zeitfunktionen hat, dann sind die positiven Frequenzen und die negativen Frequenzen nicht einfach nur das Konjugiertkomplexe voneinander. Dann kommt da wirklich fundamental was anderes bei raus. So, und dann ist das für die wichtig. So. Also, naja, und ich meine, jetzt können wir nochmal irgendwie auf diesen Plot drauf schauen, wenn ich den noch irgendwo finde. Ja, also was müssten wir jetzt machen? Wir müssten jetzt im Prinzip diese Frequenzen, die negativen Frequenzen wegschneiden. Dann stellen wir fest, naja, von der Skalierung her, okay, hier kommt jetzt 200 raus, hier sollte aber ja eigentlich was anderes rauskommen. Also hier sollte U0 mal Tau rauskommen und das wären jetzt irgendwie auf jeden Fall was anderes als das, was hier steht. Ja, und das mit den Nullstellen hier passt vermutlich offensichtlich auch nicht so ganz zu dem, was wir hier gemacht haben. So, also wir müssten uns jetzt noch über die Skalierung hier und die Skalierung hier nachdenken und irgendwie diese Frequenzen da wegschneiden. Und weil wir jetzt keine Lust haben, das zu machen, nehmen wir jetzt einfach eine fertige Funktion, die das für uns macht. So, und mit denen mit dem können wir das jetzt besser machen. Ich öffne die mal im Editor, ja, und da sieht man, die hat mal Herr Kotschetow geschrieben und ich habe die mal irgendwie erweitert. Und die funktioniert so, dass wir dieser Fourier-Funktion nicht nur die Zeit geben, also nicht nur die Zeitfunktion geben, ne, dem FFT haben wir nur das U von T übergeben, jetzt übergeben wir auch die Zeit. Und wir müssen noch so einen Modus übergeben und bei dem Modus können wir noch mal reinschauen. Also wir haben nur einen Puls, wir haben kein kontinuierliches Signal, also nehmen wir diesen Pulsmodus. Oder das ist auch der Standardmodus, also können wir das auch einfach weglassen hinten den Modus. Und dann kriegen wir raus die Frequenzen und sozusagen das U von F, unser Spektrum. Ja? So, und jetzt können wir das ja mal damit ausrechnen und können das mal danach mal plotten und sagen, wir nehmen das F und das U von F und ich führe das mal aus und jetzt sollte ja ein neues Diagramm rauskommen und vielleicht können wir das mal in Figur 2 reinschreiben und das hier oben in Figur 1, das sollte aber standardmäßig schon so passieren. So, und dann gehen auf jeden Fall zwei Abbildungen auf. Und jetzt haben wir hier irgendwie dieses Diagramm und jetzt sehen wir,
Das passt schon von der Skalierung jetzt her auf jeden Fall irgendwie besser. Ja? Also hier stehen jetzt Frequenzen, hier stehen jetzt, hier steht jetzt diese Amplitude. Und es hat immer noch keine Fehlermeldung geworfen, aber wenn ich jetzt mal, ich lasse mal das Diagramm hier irgendwie offen. Ich schreibe mal jetzt hier ein ABS hin, also für den Betrag. Wir gucken uns mal nur den Betrag an. Dann ändert sich diese Kurve natürlich. Dann sieht irgendwie Betrag so aus. So. Und also Betrag hier wäre auch, wir würden jetzt hier die positiven Sachen hochklappen, ne, in dem Teil. So, jetzt können wir ja mal versuchen, diese Funktion hier, ja, oder so, wie wir die hier drüben irgendwie aufgeschrieben haben, diese hier, die da jetzt noch mit reinzupacken, um das zu vergleichen, was da so rauskommt, richtig? So, können wir mal machen. Also schreiben wir mal hin, irgendwie U von Omega wäre also U0 mal Tau mal der Sinus von Omega mal Tau halbe geteilt durch dieses Omega mal Tau halbe. So, dann können wir das gleich mal ausführen. Ich mache mal in dem Diagramm jetzt hier noch ein, schreibt mal hin, das ist jetzt die Frequenz F in Hertz und das ist jetzt hier das Spektrum. U von F oder U von, ja, U von Omega, in dem Fall eher U von F. So, jetzt ist die große und gute Frage, was für eine Einheit hat jetzt mein Spektrum eigentlich bekommen? Also wir können in die Hilfe dieser Funktion schauen. Und dann ist das aber hier so ein bisschen schlecht dokumentiert. Also hier steht Transformation eines Pulses. Und also hier unten steht dann, die Einheit ist irgendwas pro Hertz, also Volt pro Hertz, Ampere pro Hertz, was auch immer wir da reingeben. Also hier sollte Volt pro Hertz rauskommen. So, wenn wir mal auf die Funktion hier drüben schauen, kommt da auch Volt pro Hertz raus? Ja, weil wir haben ja Volt mal Sekunde und das ist Volt pro Hertz. So, und das ist genau das Gleiche, was wir jetzt hier rausbekommen sollten. So, ich führe das jetzt mal aus und wir gucken mal ins Befehlsfenster rein, was jetzt bei dem U Omega rausgekommen ist. Ah, oder es sagt, es geht erstmal gar nicht, weil uns fehlt ja das Omega. So, wie kriegen wir das Omega hin? 2 mal Pi mal F. Das F haben wir ja darüber gerade schon mal ausgerechnet. So, dann rechnet er uns das jetzt aus und das U Omega jetzt nach unserer Formel hier drüben ist jetzt ein Wert. Erscheint das sinnvoll, dass das so ist? Ja, aber das Omega, was wir eingesetzt haben, sind ganz viele Frequenzen. Und das sind jetzt 501. Warum sind das 501? Na, wir haben 1000 Zeitwerte reingegeben. Ja, dann sind da praktisch irgendwie 1000 Werte in diesem FFT-Spektrum rausgekommen. Und da waren jetzt ein Gleichanteil, 498 positive Frequenzen, eine höchste Frequenz und sozusagen nochmal 499 negative Frequenzen. Und die 499 negativen Frequenzen haben wir weggeschmissen. Wir haben den Gleichanteil genommen, die 490 positiven Frequenzen und die höchste Frequenz. Und das macht die 501 Punkte, die jetzt hier drinstehen. So. Aber warum gibt uns jetzt die Formel hier irgendwie nicht das Richtige? Oder warum kommt hier kein, warum kommen hier nicht auch 501 Werte raus?
Ja, genau. Also ich meine, das ist ja hier jetzt ein Vektor, das Omega. Und das heißt, das Sinus von dem Vektor macht auch einen Vektor. Und das hier hinten ist auch ein Vektor. Und wenn ich jetzt einen Vektor durch einen Vektor teile, dann macht er sowas wie so eine Skalarmultiplikation, dann kommt da einfach ein einzelner Wert bei raus. So, also ich muss hier so einen Punkt durch benutzen. Wenn ich das Punkt durch benutze und das nochmal ausführe, dann kommen jetzt für das Omega, U Omega auch 501 Werte raus. So, und die kann ich jetzt natürlich nehmen und kann, jetzt nehme ich mal hier das, den Plot-Befehl und schiebe den mal hier ans Ende. Jetzt kann ich hier ja das U Omega plotten. Ja, also das hängt jetzt, ich plotte das jetzt auf die gleiche Frequenzachse, auch wenn das mit einem Omega ausgerechnet ist, aber das Omega hängt ja mit den Frequenzen zusammen. Ne? Also am Ende des Tages sollte das hier schon zusammenpassen und ich escape mal hier die Ausgabe, damit die Kommandozeile nicht so voll wird. So, und jetzt müssen wir mal Figur 2 suchen, die ist hier. So, und dann sieht man, dass das jetzt im Großen und Ganzen schon irgendwie passt, so mehr oder weniger. Also bis auf das natürlich, die eine Funktion, von der habe ich jetzt nicht den Betrag genommen. Also wenn ich mal von beiden hier den Betrag nehme und das nochmal ausführe, dann sieht das schon ganz gut aus. Also dann sieht man, dass bei tiefen Frequenzen, ich mache das mal ganz groß, ne, dass das bei tiefen Frequenzen wirklich irgendwie auf den ersten Blick gut übereinstimmt und dass das hier hinten so eine Abweichung gibt. Und naja, also da kann man jetzt trefflich drüber diskutieren, wo diese Abweichung herkommt. Ich sag mal so, das, was da jetzt mit reinspielt, ist wieder so Geschichten. Unser Puls, der hat ja keine, also ne, in der Theorie hat der eine beliebig kurze Anstiegszeit und eine beliebig kurze Abfallzeit. Hier, hier und hier. Und der wiederholt sich wirklich nie. So, in unserer FFT-Geschichte hat er eine endliche Anstiegszeit und hat eine endliche Abfallzeit. Und die FFT geht auch immer davon aus, dass sich das Signal hinter genau so wiederholt. Also wir rechnen eigentlich mit der FFT jetzt nicht wirklich das Spektrum von einem einzelnen Puls aus, sondern von einer Rechteckpulsfolge, die jetzt irgendwie so ein Zehntel Tastverhältnis hat. Ja, und deshalb kommt das da so raus. So, jetzt können wir noch eine Sache diskutieren, die aus meiner Sicht vielleicht irgendwie ganz interessant ist. Also wenn ich jetzt mal diesen Plot-Befehl hier ersetze, ich mache mal das hier wieder ein bisschen kleiner, das Fensterchen. Wenn ich jetzt mal diesen Plot-Befehl, ich kopiere den mal und kommentiere den mal aus und mach mal, ist übrigens hilft mir es enorm, ja, dass LaTeX und MATLAB und Octave den gleichen Kommentar haben zum Auskommentieren. Also mein Leben wäre unendlich viel komplizierter, wenn das anders wäre. So, wenn wir es jetzt mal mit Realteil machen und ich mache mal nur das Ausführen. Also dann sieht man, wenn ich jetzt Betragsspektrum vergleiche, passt das gut. Wenn ich Realteil nehme, irgendwie schwierig noch so ein bisschen. Wenn ich jetzt das gleiche mal mache mit einem Imaginärteil, dann funktioniert es auch nicht so richtig gut. Also dann ist nämlich bei dem, was unsere analytische Formel ausrechnet, logischerweise der Imaginärteil 0, haben wir vorher diskutiert. Und hier gibt es jetzt diesen besprochenen Imaginärteil, weil ja unsere Funktion keine gerade Funktion mehr ist. So. Wie, was, wo, naja, also kriegen wir das jetzt nur irgendwie aufgelöst, das ist die Problematik? Also ich gehe mal in den Browser und suche mal nach Fourier-Transformationen. Oder nach Fourier und dann findet man eine Fourier-Transformation. Und dann, wie das so bei diesen Wikipedia-Artikeln ist, dann stehen da ein Haufen Sachen. Ja, hier stehen jetzt auch irgendwie andere Vorfaktoren und irgendwie so ein paar Beispiele und Linearität. So, und hier sind so ein paar Eigenschaften. Das
Genau, und es gibt irgendwo eine Verschiebungsregel, hoffentlich, wo ist denn Spiegelsymmetrie, Fixpunkt, Differenziationsregel, Schwierigkeit, Faltung. Also ich hätte gedacht, dass sie da schon, hier, warte mal, hier, Fourier-Transformationspaare, genau, so, hier, Zeitverschiebung. Also eine, und jetzt ist ja wieder das, man muss das irgendwie interpretieren, was hier steht. Ne? Also ich habe eine Funktion, g von t, die heißt jetzt g von t, nicht u von t, da kommt irgendein Spektrum bei raus. So, nehme ich das hier oben. So, und jetzt nehme ich die Zeitfunktion und verschiebe die um irgendeinen Parameter a in der Zeit. Dann kommt das gleiche Spektrum raus wie da oben, aber das Spektrum ist multipliziert mit e hoch minus j. Ja, hier, also das ist das, was bei uns das J ist und der Parameter und A Omega. So, und ich meine, das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Also wir haben jetzt den Puls, Rückblick auf meine Skizze, ja. Also wir haben den Puls um Tau halbe verschoben. Und zwar nach später. Also genau wie in dem Fall mit einem Minus. Also wir haben jetzt hier so ein t minus tau halber, also sollte eigentlich Spektrum unseres ursprünglichen Pulses mal e hoch minus j Omega tau halber rauskommen. So, also lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir jetzt unser Spektrum hier nehmen, was wir hier gerade schön ausgerechnet haben, und da rechne ich jetzt nochmal hinter mal Exponent von minus j mal Omega mal tau halber. Dann sollte das eigentlich wieder passen. Und ich meine, hier muss ich auch nochmal so einen Punkt mal nehmen, weil ist ja auch wieder ein Vektor. So, also probieren wir mal aus den Spaß. Und dann sieht man, Imaginärteil passt. Wenn ich Realteil plotte, passt das auch. Also passt Beeinderung gut an der Stelle. Ja. Okay, ganz fantastisch. So, jetzt mache ich aber den, mache ich das hier trotzdem wieder rein. Und plot das nochmal einmal so. So, und dann können wir gucken, also das ist jetzt eine wunderschöne Lösung von dieser Aufgabe hier. Wir haben jetzt diesen Rechteckpuls, diesen einzelnen Rechteckpuls mal einmal direkt transformiert. Zumindest das Ergebnis hingeschrieben, kam diese schöne Spaltfunktion raus, haben die geplottet, kommt irgendwie, oder haben die gezeichnet, kommt das raus. Jetzt haben wir das mit allen möglichen Hürden und Unwägbarkeiten auch in Octave gemacht, haben uns hier nochmal die Zeitfunktion geplottet und haben uns hier auch das Spektrum geplottet und das sieht dann eben, muss ich das hier mal ein bisschen kleiner machen, dass das dahin passt und das mal hier ein bisschen kleiner machen. Ja, und dann also sieht man, dass das passt so ganz gut überein mit dem, was wir von Hand gerechnet haben. Und man muss bei dieser FFT eben wirklich aufpassen mit, was kommt da raus, positive Frequenz, negative Frequenz, was ist die Skalierung und so. Und da ist die eingebaute Funktion in Octave und in MATLAB nicht sonderlich hilfreich. Also ist es nicht schlecht, wenn man sich da nochmal so einen Wrapper ringsrum baut, indem man da einmal drüber nachdenkt, wie sind denn da diese ganzen Skalierungsfaktoren und das dann eben einfach benutzt.